Na gut, mache ich's doch wieder selber. Den Mann, der es geschafft hat, dass auch Paare Spaß am Speed-Dating haben dürfen und der den Fluch der Maimunie sehr real werden ließ, der sich trotzdem Zeit für die Piraten nimmt, kennen die meisten als Zeitweise. Ich stelle ihn heute als Marcel André Casasola Merkle vor. Ja, hallo. Mich hat fast die Piratengrippe hinweggerafft. Trotzdem, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Liebe Piraten, liebe Gäste, 2013 sind Landtags- und Bundestagswahlen. Das wird ein wichtiges Jahr für Bayern. Ja, manchmal hat man den Eindruck, die CSU hätte Bayern gepachtet. Ja, ich glaube, die glauben das auch selber. 2013 läuft die Pacht aus. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Das ist ja auch der Grund, warum der Maya-Kalender nur bis 2012 geht. Danach gibt es sozusagen... Ja, danach bricht eine neue Zeitrechnung an. Ja, eins nach Christus Sozialus. Und ganz Bayern freut sich da, ganz Bayern. Nein, ein kleiner Ministerpräsident leistet Widerstand, der Horst. Ja, Seehofer, der beste Interims Bundespräsident seit Jens Bernsen. Ich musste jetzt leider die nächsten drei Kapitel meiner Rede streichen, weil es die Würde des Amtes antasten würde. Deswegen gehe ich gleich mal weiter. Ja, auch Horst Seehofer hat ein Problem. Die CSU ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, das merkt man immer daran, wenn der Seehofer irgendwas verspricht, dann hat er es in der nächsten Woche schon wieder vergessen. Also zum Beispiel die Rente mit 67, da hat er gesagt, ja, toll Angela, das machen wir. Ja, und kaum hatte er den Rubikon überschritten, also die Donau überschritten, da kam ihm in den Sinn, das ist vielleicht doch keine so gute Idee. Er hat nämlich nachgeguckt, im Oktober gibt es eine schöne Veranstaltung, da hat die CSU Geburtstag. Und jetzt ratet's mal, wie alt die wird. Ja, 67. Ja, das Problem ist, da will natürlich noch keiner wirklich so gerne an Rente denken in der CSU. Ja, da will man nach vorne blicken, ja, in die Zukunft. Ja, also Wagemut beweisen und Weitsichtigkeit, also Altersweitsichtigkeit vielleicht. Deswegen. Deswegen hat sich die CSU in Wildbad Kreuth getroffen, im Klausurtreffen, und hat jetzt beschlossen, in der CSU kriegen alle Brillen, ja, 3D-Brillen. Also der medienpolitische Sprecher der CSU, der Eberhard Sinner, der hat gesagt, ich zitiere, das Internet ermöglicht es uns, von der 2D-Demokratie in die 3D-Demokratie zu kommen. Ja, ich habe mich auch gefragt, was das wohl heißen soll. Ja, blasen wir uns jetzt alle auf, ja, damit wir unsere Plattitüden aufblasen können und dann in die Gegend steigen als 3Dler. Ist das einfach bloß modern, ja? Also 3D, das klingt für mich schon sehr modern, so wie BTX und Bildtelefon ungefähr. Aber... Aber... Warum auch nicht? Ja, das hat ja bei den Kinos auch gut funktioniert. Die Leute wollten alle nicht mehr ins Kino gehen, die sind zu Hause sitzen geblieben und haben sich ihre Filme angeguckt. Ja, jetzt verkauft man neuen Wein, alten Wein in neuen Schläuchen, die alten Filme in 3D wieder und alle rennen ins Kino. Und so macht es die CSU jetzt auch. Ja, im Sommer kommt dann die 3D-CSU. Schönerweise kommt da auch James Camerons Titanic dann in 3D. Mal sehen, wer da schneller absäuft. Ja, liebe Piraten, für die CSU sind die Zeiten der absoluten Mehrheit ja jetzt auch langsam vorbei. Vielleicht heißt 3D ja auch,
dass man sich öffnen will. Also anderen Kombinationen, ja. Also alleine kann die CSU nicht regieren, deswegen braucht sie einen Koalitionspartner. Das hat ja auch ganz gut funktioniert in der Vergangenheit. Erst haben sie zusammen mit der Angela die SPD platt gemacht, dann die FDP. Ja, wen wollen sie jetzt nehmen? Da hat der Seehofer gleich mal zum Telefonhörer gegriffen und hat die FDP angerufen, wollte wieder mitmachen. Ja, da ist leider keiner rangegangen. Die waren alle auf dem Fundbüro und haben die verloren gegangenen Mitglieder gesucht. Jetzt reden die Medien alle davon, es gibt eine große Koalition gegen die CSU. Freie Wähler, Rot-Grün gegen die CSU. Das hat der Ude heute wieder gesagt. Ja, aber wenn man sich die Freien Wähler mal so anguckt, dann sind die eigentlich konservativer als die CSU. Ja, also zum Landestrojaner zum Beispiel haben sie gesagt, der Landestrojaner ist alternativlos. Ja, man muss ihn halt bloß gescheit machen. Also so ein Landestrojaner, ohne dass er die Bürgerrechte verletzt. Mir kommt es immer so ein bisschen so vor, als würde ich die Todesstrafe fordern und sagen, es darf halt keiner dabei umkommen. Aber der Seehofer ist ja flexibel, der ist es ja gewöhnt, der wärmt schon mal das Bettchen vor für die Freien Wähler, die hüpfen da gerne mal rein. Und auch Rot-Grün, da kommt mir eigentlich so 3D-Brille, ist ja meistens Rot-Grün. Überlege ich gerade, was die CSU damit gemeint hat. Naja, jedenfalls, Rot-Grün würde eigentlich auch gerne ins Bettchen hüpfen. Jetzt gibt es da ein Problem. Die Bürger, also die Wähler, die Rot-Grün wählen, wollen es eigentlich nicht. Die wollen gerne einen Regierungswechsel. Da hat sich jetzt Rot-Grün was ausgedacht, sozusagen ein Ausstiegsszenario. Und da hat man sich ein Beispiel genommen am sehr erfolgreichen Wahlkampf in Berlin. Ja, da war ja auch, also die Grünen haben ihr stärkstes Ergebnis der Geschichte gehabt. Die SPD hat auf ganzer Linie gesiegt. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, wir können leider nicht koalieren, weil da gibt's ja die A100. A100, ein Bauprojekt. Die Grünen waren dagegen, die SPD war dafür. Das Gleiche haben wir jetzt in Bayern. Das ist ganz praktisch. Das ist die dritte Stadtbahn. Die Grünen sind dagegen. Die SPD weiß nicht so recht, aber der Ude ist dafür und der ist ja ausschlaggebend. Kleiner Hinweis für Leute, die den Ude wählen wollen, der steht nicht auf dem Wahlzettel, UDE. Nein, alle, die Ude wählen wollen, müssen SPD wählen. So, das ist jetzt ganz schön, wenn die dann in Koalitionsgesprächen sind, dann können die einfach sagen, ja, solange die dritte Stadtbahn gebaut wird, können wir nicht koalieren. Oder solange die dritte Stadtbahn nicht gebaut wird, können wir auch nicht koalieren. Und das Schöne ist, es gibt ja jetzt einen Bürgerentscheid, das hat der Boris ja auch schon gesagt. Der Bürgerentscheid findet allerdings statt, wo? In München. Jetzt sind die Münchner schon betroffen und können dann entscheiden, ob sie das haben wollen oder nicht. Die Freisinger und die Erdinger, die aber wirklich richtig betroffen sind, die werden gar nicht erst gefragt. Für Zündstoff ist also gesorgt. Die Piraten sind bei der ganzen Sache nicht von Interesse. Dabei kommen die in Umfragen meistens auch über die 5%. Mal sehen, vielleicht sind die dann nach der Wahl, werden die wieder aus dem Hut gezaubert. Jetzt hat also der Seehofer, kann schon wieder beruhigter schlafen, weil eine Koalition kriegt er vielleicht hin, aber er braucht ja auch noch ein gutes Ergebnis. Das wissen wir ja so, ein Ministerpräsident in Bayern, ja, an dem Stuhl wird ganz schnell gesägt, wenn er nicht auch ein gutes Ergebnis kriegt, aber die CSU hat leider ein Problem. Und das ist ein Strukturproblem, ja. Also, es werden immer weniger CSU-Wähler. Ja, also die CSU hat quasi immer weniger Netto vom Brutto, immer weniger Netto-Wähler von den Brutto-Bayern. Das ist wie die kalte Progression. Ja, also kalte Progression sagt es eben was. Ja, kalte Progression ist, wenn die Inflation die Gewinne auffrisst. Ja, also die Stimmengewinne. Die Inflation weltoffener Bürger frisst sozusagen der CSU Laptop und Lederhose vom Kopf. Und das ist ein Problem, ja. Der CSU, der bröckeln die Wähler hinten und vorne weg. Also hinten, weil die Lebenserwartung gar nicht so schnell steigen kann, dass die Wähler noch leben, wenn wieder Wahl ist.
und vorne bröckelt's weg, weil die Leute heutzutage ausgebildet sind. Und dann überlegen sie sich, dass sie halt auch vielleicht mal was anderes wählen. Und deswegen gibt es jetzt einen Drei-Punkte-Plan, drei Dimensionen der CSU, jetzt neu. Den habe ich mir hier mal besorgt, habe ich mir mal geguttenbergt vom Herrn Seehofer. Erste Dimension, die jungen Wähler. Also wenn die Leute nicht mehr CSU wählen, wenn sie aus der Schule fallen sozusagen, wenn sie wahlberechtigt werden, was machen wir da? Ganz einfach Studiengebühren. Ja? Also die Leute, sich das nicht leisten können, hier zu studieren, die gehen halt in andere Bundesländer. Und wer hier nicht wohnt, der kann hier natürlich auch nicht wählen. Jetzt muss man dazu sagen, die Studiengebühren, die waren ja sehr modern so vor 10 Jahren. Das haben ja fast alle Bundesländer eingeführt. Mittlerweile haben sie wieder abgeschafft. Warum? Weil die unsozial sind. Ja, 2 Länder haben sie noch. Bayern und Niedersachsen. Jetzt ist es in Niedersachsen nicht so ein Problem. Das hat schon der Christian Wulff gesagt, da kann man sich zinsgünstige Kredite holen. Ja, aber in Bayern, da muss man sich das schon genau überlegen, ob man studieren will. Und deswegen haben die Piraten gesagt, wir initiieren jetzt ein Volksbegehren gegen die Studiengebühren. Wir versuchen, die abzuschaffen. Ja? Und was kam dann zurück? Ja, das geht nicht, das greift in den Haushalt ein. Das ist verfassungswidrig. Jetzt habe ich immer gedacht, das Geld für die Unis, das landet nicht im Haushalt, sondern bei den Unis. Aber wer weiß das schon so genau? Ich meine, der Seehofer braucht ja das Geld. Der hat ja gesagt, Bayern muss bis 2030 komplett schuldenfrei sein. Schuldenfrei. Aber vielleicht kommt es ja aufs Gleiche raus. Ja? Und ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber ich habe mir schon überlegt, wo fließt denn das Geld jetzt hin? Und dann habe ich gedacht, naja, was hat denn die Regierung gemacht in den letzten Jahren? Die hat die Mehrwertsteuer gesenkt für die Hotels. Ja, das ist eine ganz interessante Anekdote. Da war ja eigentlich gar nicht die FDP der treibende Motor, sondern die CSU. Denn Bayern ist ein Tourismusland. Bayern wollte einen Vorteil gegenüber dem Ausland haben. Also gegen Österreich, Schweiz und Hessen. Ja, die wollten, dass die Leute wieder in bayerischen Hotels übernachten. Und wenn man jetzt das Geld aus der Bildung rausnimmt und in die Hotels reinsteckt, hätte das ja auch einen tollen Vorteil. Die Leute, die sich nicht mehr leisten können zu studieren, die haben dann gleich einen Job an der Minibar. So. Jetzt stimmt das natürlich nicht alles, ja. Ein bisschen Geld bleibt schon bei den Unis, ja. Und was habe ich da gehört? Was machen die mit dem Geld? Die legen es beiseite. Für schlechtere Zeiten. Ja, Herrgott, Sakrament, wie schlecht sollen denn die Zeiten noch werden? Naja, auf jeden Fall so schlecht, dass die eine Dimension, nämlich die Bildungspolitik kaputt zu machen, nicht reicht für den Seehofer. Nein, wenn der Wähler nicht mehr die CSU wählen will, dann muss man halt ans Wahlrecht ran. Ja? Zweite Säule seines tollen Konzepts. Er hat letztes Jahr zusammen mit der ganzen Koalition, also FDP, CDU, CSU, hat sich ein neues Wahlrecht gebastelt. Sowas kennt man eigentlich eher von anderen Ländern. Und das Schöne daran ist, dieses Wahlrecht, das hat sozusagen eine Lebensversicherung eingebaut. Ja, ich will euch jetzt die unangenehmen Details ersparen. Effektiv heißt es, dass die CSU auf jeden Fall 45 Sitze im Bundestag garantiert hat. Ja, denn je weniger Leute mit der Zweitstimme CSU wählen, umso weniger Sitze bekommt die CSU für die Zweitstimme, umso mehr Sitze bekommt es aber für die Erststimme, das sind die Überhangmandate. Das Schöne ist, dass die CSU dieses tolle neue Wahlrecht gegen die Opposition einfach mal so durchgesetzt hat. Finde ich eigentlich eine schöne Idee, sich da abzusichern. 45 Sitze hat die CSU also sicher. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Säule. Ja, vielleicht
kann man ja auch die Leute überzeugen. Also nicht bloß die schmutzigen Tricks machen, sondern wirklich auch mal inhaltlich was bieten. Und da hat die CSU das Internet entdeckt. Ja, das ist nämlich heutzutage so, dass die Leute gar nicht mehr nur auf eBay gehen oder sich ja mal so Online-Banking machen. Nein, die informieren sich im Internet. Früher war es ja so, dass die CSU einfach die Leute schon mal vorinformiert hat, was sie zu denken haben. Aber schauen wir uns mal den Bayerischen Rundfunk an. Der würde sich heutzutage nicht einmal mehr aus der Lindenstraße ausblenden, bloß weil sich da ein paar Schwule küssen. Das heißt, die CSU ist also auf sich gestellt. Und deswegen heißt es jetzt Internetinitiative. Breitbandausbau, Glasfaserkabel, Datenautobahn. Ja? Und wozu braucht man das? Ja, stellen wir uns mal vor, wenn der Innenminister sozusagen hier in München in die Leitung direkt in 10 Minuten... in die Leitung, direkt in 10 Minuten ohne Richterbeschluss seinen Landestrojaner einspielt, dann ist der in 10 Minuten direkt auf dem Rechner vom Bürger. Das nenne ich mal Servicementalität. Ja, und wozu braucht man da Glasfaser? Ist logisch, ja. Die Monitore werden immer größer, die Auflösung, gell? Ja, da braucht man eine dicke Leitung. Durch so ein Kupferkabel geht es ja gar nicht mehr durch, wenn ich dann 10 Screenshots in der Sekunde mache. Und wenn ich... Und wenn ich nicht nur einen Bayern überwachen will oder zwei oder drei oder ein Dutzend, sondern ganz Bayern, dann brauche ich eben jetzt diese Initiative Internetausbau. Ja, und deswegen hat sich ja auch jetzt der tolle virtuelle Landesverband der CSU gegründet, CSU-Net, da ist die Vorsitzende Doro Beer. CSU-Net, ja nett, die kleine Schwester von der CSU. Da habe ich dann auch einmal ein bisschen reingeschaut und was schreibt die Doro Beer so? Die sagt, ja, wir machen jetzt 2D, 3D-Politik, wissen wir, ja, im Raum. Hier, wir nehmen euch alle mit, aber die Piraten, die machen nur eindimensionale Politik. Ja, das wäre dann Urheberrecht, Patente, freie Software, Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung, Transparenz, Open Access Bildung, Bürgerbeteiligung, BGE, Umwelt, Migration, Staat- und Religionssucht, Politik, Whistleblower-Schutz und eine moderne Geschlechterpolitik. Und dann habe ich mal recherchiert, wenn sie uns schon sowas vorwirft, was macht denn die Doro Beer? Und da bin ich auf ein interessantes Interview gestoßen, ja, da redet sie darüber, ob homosexuelle Paare Kinder adoptieren sollen. Und die CSU ist ja jetzt modern geworden. Früher hätten sie gesagt, Sodom und Gomorra. Ja, das geht doch nicht. Nein, heute ist die CSU modern, die argumentiert ganz neu, nämlich wirtschaftlich. Ja, das Problem, hat die Doro Beer gesagt, das Problem ist ja eher, dass die Nachfrage über das Angebot geht, ja, also die Nachfrage von adoptierenden Eltern geht über das Angebot elternloser, elternsuchender Kinder. Ja, und deswegen müssen natürlich erstmal die Premium-Accounts, also die CSU-heterosexuellen Eltern bedient werden und dann kann man mal schauen, ob da noch was übrig bleibt für die Homosexuellen. Das ist die moderne Familienpolitik der CSU. So. Und jetzt haben wir unsere drei Säulen, unser 3D, ja, unseren 3D-Raum, Säule 1, die Bildung, Säule 2, das Wahlrecht und Säule 3, das Internet. Und mit diesem 3-Punkte-Plan hat der Seehofer eigentlich die Wahl ja schon in der Tasche. Das Schöne ist, er hat auch gleich ein Landtagswahlprogramm und das Allerbeste ist, das wird euch ganz besonders ärgern, er hat die 3 Punkte der Piraten aufgegriffen, ja. Bildung, Transparenz, Mitbestimmung und die Kampagne geht dann so, ja, Bildung nur für Bezahler, Transparenz nur für Trojaner und Mitbestimmung für den Ministerpräsidenten.
Wenn das nicht drei gute Gründe sind, auch diesmal wieder Piraten zu wählen. Dankeschön.